Hallo, schön, dass du hier bist bei diesem Video. In diesem Video geht es um schlechte Stimmung. Schlechte Stimmung in dir, wenn du vielleicht immer so ein subtiles Gefühl hast von oh, so richtig glücklich bin ich nicht. Oder auch schlechte Stimmung im Umfeld. Irgendwie in der Partnerschaft liegt was in der Luft, im Beruf oder mit anderen Freunden, bekannten Menschen. Wo einfach irgendwie so eine subtile, drückende Energie ist und man eigentlich keinen Bock drauf hat. Ich möchte genau dafür heute eine Lösung geben. Wer bin ich? Ich bin Peter Behr, ich bin Psychologe, habe dieses Jahr diesen Bestseller geschrieben, Meditation ist ein Spiegel-Bestseller, wo ich ganz stolz drauf bin. Und wir tauchen heute in diese Tiefe ein, was wir dort tun können. Und das allererste, was wir in diesem Moment verstehen dürfen, ist, die schlechte Stimmung, die ist in uns. Warum sage ich das so deutlich? Denn die meisten Menschen gehen diesen Fehler ein, dass sie die schlechte Stimmung erstmal im Außen suchen. Dass sie sagen, ja, mein Partner ist dran schuld, dass ich mich so fühle. Die Umgebung ist schuld, das Wetter ist schuld, die Politik ist schuld. Das. Man gibt äußeren Dingen die Schuld dafür, dass man sich innen auf eine gewisse Art und Weise fühlt. Und darin besteht eine ganz große Gefahr. Denn in dem Atemzug, wo wir unsere Probleme, die wir im Innen haben, nach außen projizieren, werden wir hilflos. Schau, wenn ich dem Wetter die Schuld für meine schlechte Laune gebe, wenn ich dem Partner die Schuld für meine schlechte Laune gebe, wenn ich den Kollegen, den Kindern, den Mitmenschen, dem Arbeitgeber, egal wen ich im Außen die Schuld für die schlechte Laune gebe, werde ich erstmal machtlos. Jetzt ein ganz kleiner Disclaimer, denn ich komme am Ende des Videos dazu. Auch dort kann man etwas machen und auch dort sollte man etwas machen, aber nicht bevor man das Innere gemacht hat. Denn wenn wir unsere inneren schwierigen Emotionen versuchen im Außen zu lösen, bringen wir diese wieder mit und dies verhärtet unser Gedenken, unser Fühlen und vor allem natürlich unser Verhalten. Und dann ist das Verhalten meistens ungesund und die Situationen schaukeln sich hoch, anstatt dass man eine harmonische, freudvolle, friedvolle Lösung findet, die jedem wirklich gut tut. So, darum ist das Erste, wir dürfen da mal nach innen blicken. Und was können wir tun, um unsere innere Stimmung zu verändern? Es gibt mehrere Wege. Mein Lieblingsweg kommt aus der buddhistischen Philosophie, aber ist auch ganz tief mittlerweile in den Neurowissenschaften und ganz modernen psychologischen Strömungen verankert. Und zwar, es ist der Weg der Annahme. Und zwar der wirklichen Annahme. Nicht der Annahme, okay, es ist jetzt so, wie es ist, sondern zu sagen, okay, ich fühle gerade eine Emotion in meinem Körper, für die nehme ich mir mal kurz Zeit. Ich fühle da mal hin. Wie fühlt sich innere Unruhe in meinem Körper an? Wo ist sie? Hat sie ein Zentrum? Hat sie etwas außenrum? Ist es eher Enge? Ist es eher Weite? Dass man das mal erforscht. Was bedeutet es für dich, wenn du sagst, es ist schlechte Stimmung? Also wirklich auf einer körperlichen Ebene. Denn was die meisten Menschen machen, ist, die betrachten das kognitiv. Das heißt, die fühlen zwar ganz subtil, nicht wirklich bewusst eine schlechte Stimmung in ihrem Körper, aber dann springt sofort der denkende Geist drauf und der denkende Geist versucht natürlich, diese zu rationalisieren. Das ist das, was ich gerade eben gesagt habe. Er gibt dem die Schuld, das die Schuld, dieses, jenes, versucht irgendwie mit Grübeln, manchmal macht man sich dann sogar Sorgen, versucht das irgendwie zu lösen, anstatt dass man dorthin blickt, wo man wirklich etwas lösen sollte, nämlich in sich. Und diese Lösung in einem ist ein wundervoller Weg und ich möchte gleich noch einen weiteren nennen, diese Annahme von dem, was gerade dort ist. Ein zweiter wundervoller Weg, wie wir vor allem so eine subtil schlechte Stimmung transformieren können, ist unseren Körper aktivieren. Das heißt, Emotionen sind ja Energy in Motion, Energie in Bewegung. Schlechte Stimmung ist auch eine gewisse Energie. So, wenn wir jetzt unseren Körper in Bewegung bringen, beispielsweise Spaziergang in der Natur, beispielsweise reicht eine Powerpose. Eine Powerpose ist, und das wurde ausführlich untersucht, wenn man beispielsweise etwa 2 Minuten so dasteht, aufrichtig würdevolle Haltung, oder 2 Minuten die Arme nach oben streckt, steigt der Testosteronspiegel und sinkt der Cortisolspiegel signifikant. Das heißt, wir werden mutiger, gleichzeitig nimmt das Stresshormon ab. Das ist, wenn wir unsere Physiologie verändern, unseren Körper verändern, in Bewegung bringen, in Sport bringen, ins Gehen bringen, allein in eine aufrichtige, würdevolle Haltung bringen, ändert sich der innere Chemie-Cocktail und wir fühlen uns besser. Das heißt, wir können zum einen diese annehmende, erforschende Weg gehen, was die Emotion löst. Gleichzeitig können wir in diesen aktiven Weg gehen, das die Emotion löst. Das heißt, das sind 2 Möglichkeiten. In meiner Achtsamkeitsakademie gibt es einen Kurs, der speziell zu emotionalen Fühlen. Und dort habe ich immer eine Regel. Ich sage, es gibt eine Regel, wenn es ums Fühlen geht.
nicht denken. Es bringt uns im ersten Schritt nichts, in diese Gedankenwelt einzutauchen, denn du darfst dort eine Sache verstehen. Deine Gedanken, die du dort im Kopf hast, hast du, weil du auf gewisse Art und Weise fühlst. Das heißt, die Emotionen, die du fühlst, beeinflussen das Denken und das Denken wiederum beeinflusst die Emotionen. Jeder kennt das. Nach einer tollen Sporteinheit oder nach einem Spaziergang im Wald hat man andere Gedanken. Deine Gedanken entsprechen immer von der Qualität den Emotionen, die du fühlst. Gleichzeitig beeinflussen die Gedanken, die du denkst, die Emotionen, die du fühlst. Das heißt, es ist so eine Wechselwirkung aus Gedanken und Emotionen. Und dort, wenn du deine Emotionen veränderst, denkst du auch anders. So, wenn du gerade traurig oder wütend oder schlecht drauf bist, hast du natürlich andere Gedanken, wie wenn du dankbar bist, verliebt bist. Das ist ganz wichtig, das mal bewusst wahrzunehmen. Zu sagen, die Qualität meiner Gedanken verändert sich mit der Qualität meiner Emotionen. Und wenn ich meine Emotionen lerne zu transformieren, ändere ich meine Gedanken. Und jetzt kommt was Spannendes, denn unsere Gedanken sind ein Diener, die uns im Leben helfen wollen. Und dann können wir sagen, wenn wir durch die Veränderung unserer Emotionen, haben wir Gedanken, die dann wirklich einen guten Impact in der Welt machen. Das ist das, was ich am Anfang erwähnt habe. Wir dürfen auch mal im Außen Grenzen setzen. Wir dürfen auch mal Probleme ansprechen. Den Mut haben, Probleme anzusprechen. Wir dürfen im Außen auch Veränderungen erzeugen. Manchmal ist es enorm wichtig. Denn es gibt oft die Tendenz, dass die Leute das dann einfach mit sich ausmachen, in sich hineinfressen, weil dieses Ansprechen, in den Dialog gehen, Grenzen setzen, manchmal unangenehm ist. Aber wenn du lernst, wie du dieses Unangenehme wieder transformierst, da geht es wieder im Umgang mit Emotionen, kannst du das im Außen auch machen. Aber die Frage ist, mit was für einer Energie machst du das im Außen? Und darum ist mein Ansatz immer erstmal, wenn ich so etwas merke, gehe ich in mich hinein. Entweder in der Meditation beispielsweise, wo ich das erforsche, da gibt es ja hier auf dem Kanal ganz viele geführte Meditationen dazu, wie du das transformierst. Oder ich gehe in Bewegung und transformiere diese Energie in mir. Mit diesen neuen Gedanken, mit diesem klareren Geist, schaue ich dann, ob es etwas zu tun gibt im Außen oder eben nicht. Denn wie oft ist es, wenn wir uns innerlich fühlen, müssen wir im Außen gar nichts mehr verändern. Auch das kommt oft vor. Mega schön, dass du hier bist. Ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Video. Dein Peter.